Sehnsucht. Warum ich jetzt im Gefängnis bin? Ich weiß es nicht. Wenn ich das erzähle, ich bin nicht gut, wird. Ein großer deutscher Dichter hat mal gesagt, Wörter sind Schall und Rauch. Ich finde Schall ja, wenn man sie ausspricht. Schall ja, wenn man sie hört. Schall ja, wenn das Ohrwerkzeug noch funktioniert und man nicht taub ist. Schall ja. Aber warum Rauch? Weil sie einen im Inneren verbrennen können? Weil sie keine Spuren hinterlassen? Aber das tun sie. Das tun sie gewiss. Spuren hinterlassen. Die Rasierklingen, die Narben einer Naht. Unverwischbar. Wörter. Soll ich anfangen? Was soll ich schildern? Es zerreißt mich so inniglich die Sehnsucht nach einem Menschen, mich mit jemandem auszutauschen, dass ich dies nicht zu schildern vermag. Mir ist hier im deutschen Gefängnis bei Eichzell nichts verwehrt. Es geht mir gar ziemlich gut hier. Ich bekomme 3 Mahlzeiten am Tag, die schmecken mir gar, wenn man nicht so anspruchsvoll ist und sich zu begnügen versucht. Im Schlichten die Essenz suchend, nähere ich mich. Mein Bett ist bequem. Schlafe wohl damit. Nur Vollmondnächte wach ich in der Nacht auf und sitze bis zum Morgengrauen, ohne zu ahnen, dass draußen der Mond in seiner vollen Fülle am Firmament strotzt und Wölfe zum Heulen. In diesen Nächten ist mir auch zum Heulen. Warum, weiß ich selber nicht. Wenn der Wächter das Essen mir des morgigen Tages bringt und beiläufig beim Smalltalk erwähnt, dass es wieder Vollmond ist, weiß ich wieder, warum ich nicht schlafen konnte. Oder wenn die Sternenkonstellation wieder günstig ist und ich den Vollmond an meinem Fenster sehe, so betrachte ich ihn voller Verzweiflung und denke, ich bin der Mann im Mond,
der keine Seele um sich hat, immer reden.